Strange Days hier. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und wir sind auf einem Feldzug. Wir sind auf einem Feldzug, glaube ich, denke ich. Ja, ja. Ich sag immer, Kreuzzug ist mir aufgefallen. Das stimmt ja gar nicht. Kreuzzüge sind ja doch eher religiös motiviert. Und wir sind hier eher nordische Bärte-ig motiviert. Ist ein bisschen was her. Ja, sorry für die doch länger als geplant andauernde Pause. Ich war nach den Feiertagen, bin ich ziemlich krank geworden für geraume Zeit. Bin ich auch immer noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es hört, vielleicht ist immer noch so ein bisschen Nase zu und so ein Kram, ne? Aber, ich dachte, wir machen mal weiter hier. Sollt euch auch darauf vorbereiten, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht angesprochen. Wie gesagt, ist ja dieses Let's Play so ein bisschen verändert worden von mir, mit so, ich versuche das ein bisschen zusammenzuschneiden, Langweiliges rauszuschneiden und so. Das werde ich auch nicht übertreiben, aber so ab und zu. Und das bedeutet aber natürlich gleichzeitig, dass ich mehr spielen muss für weniger Material. Das heißt, die Videos werden nicht so oft wie früher kommen, so jeden Tag oder so, das wird nichts. Und das wird sowieso, den nächsten Monat solltet ihr euch darauf vorbereiten, dass nicht so viel Kram kommt von mir, weil Prüfungsphasen und so ein Mist kommt jetzt. Ja, da habe ich genug mit um die Ohren. Gut, die laufen alle in verschiedene Richtungen, deswegen weiß ich nicht, wo ich langlaufen soll. Ich warte einfach mal ein bisschen. Aha, da geht's lang. Dann folgen wir doch mal Tuya. A Company. Sehr gut. Hatte ich eigentlich... Warte. Was wollte ich sagen? Irgendwas wollte ich sagen. Ah ja. Im letzten Video, das ist jetzt vielleicht schon zu lange her, aber da habe ich ja ganz stolz verkündet, dass ich endlich begriffen habe, wie man Marshall wird. Und ja, falsch. Habe ich immer noch nicht begriffen. Oder beziehungsweise, ich hatte von Anfang an recht. Das ist... Also ich hatte ja irgendwie dann die Vermutung angestellt oder dachte, ich hätte gelesen, dass man sich mit dem Zweithöchsten einer Fraktion befreunden muss, damit man Marshall wird. Das stimmt so auch nicht ganz. Es ist schon so einfach, dass man viel Ansehen haben muss und dann irgendwann gewählt wird. Das heißt, ich hatte da, glaube ich, doch von Anfang an recht. Ey, guck mal, wir waren so lange weg, aber Zumbuya brennt natürlich. Das ist doch beruhigend, dass manche Sachen... Oh, jetzt geht der Shit ab. Oh Mann. Jetzt wird hier direkt mal ernst gemacht, ja? Okay, wenn die jetzt alleine in uns reinlaufen, dann komme ich damit klar. Ich lasse trotzdem die anderen so ein bisschen vor. Okay. Okay. Das Coole ist, ich kann ja sozusagen entscheiden, wann die Schlacht richtig anfängt. Und zwar sollte ich das jetzt machen, weil die werden dazu stoßen. Das ist fies in diesem Spiel. Man selbst hat sozusagen so eine merkwürdige Kontrolle über die Zeit, die anderen einfach nicht haben. Weil wenn ich jetzt dazu stoße, dann sind wir in der Übermacht, machen die fertig und dann kommen erst die. Wenn ich die jetzt normal kämpfen lasse, dauert das ewig und die können da alle zustoßen. Und so, ihr habt das ja eigentlich alles schon gesehen. Ich rede einfach nur gerne. Gut, Attacke! Oh Mann. Hoffentlich, es ist echt ein bisschen länger her, dass ich das gespielt habe. Ich hoffe, ich komme noch klar. Wir sind so viele, glaube ich. Wir sind schon eine relativ große Übermacht im Moment. Ich lasse meine Truppen, glaube ich, ein bisschen zurück. Oder? Wir sollen ja auch Erfahrung sammeln, aber ich weiß nicht. Wo kommt denn der Gegner? Da kommen die Gegner. Meine Bogenschützen bleiben mal hier und meine Infanterie hier. Ich will jetzt auch nicht alleine vorstürmen. Wo ist Nizza? Ist eigentlich Nizza dabei? Ist das Nizza? Ich weiß nicht. Ich hau mal irgendwen um, glaube ich. Einfach mal so zwischendurch. Ich bin wie der Typ in die zwei Türme bei Herr der Ringe, der als erstes aus Versehen den Pfeil losschießt und einfach mal alles ins Rollen bringt. Ich bin auch so ein... Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich nicht ganz so alt. Aber mindestens genauso... Genauso ungeschickt. Nimm die blöde Lanze runter. Hör auf, die Leute zu hauen. Schweinerei. Bam.
Ja, der ist auf jeden Fall, auch wenn das nicht Nizza ist, er hat, legt ein ähnliches Verhalten an den Tag. Dammit. Was für eine lange Schlacht. Es wird auf jeden Fall eine Schlacht mit mehreren Verstärkungseinheiten. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und haltet ihr euch an eure Vorsätze fürs neue Jahr überhaupt? Ich ja nicht. Also doch, eigentlich schon. Ich habe halt keine gemacht. Ich weiß nicht, ob das gilt. Vielleicht sollte man es so machen, weil dann fühlt man sich besser als die, die welche gemacht haben und sich nicht dran halten oder so. Vorsätze, was für ein Quatsch. Wenn man irgendwas machen will, dann soll man es machen. Echt, echt. So Leute mit ihren Vorsätzen. Das bringt doch nichts. Das sind auf jeden Fall, auch wenn der Gegner von auch viele Leute hat, sind das alles doch relativ niedrig angesiedelte Einheiten, wie es aussieht. So. Große Rüstungen oder so sehe ich ja nicht beim Gegner. Und meine Leute stehen gemütlich da hinten. In der Ecke. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Aha. Boom. Übrigens, falls ihr hauptsächlich auf diesem Kanal seid wegen der Koop-Videos, kann ja sein, weil wir da mal so etwas neuere Spiele uns angeguckt haben, das ist gut möglich, dass die bald nicht mehr auf diesem Kanal zu sehen sein werden, weil ich dafür ein neues Kanaldesign und einen komplett neuen Kanal gemacht habe. Ich dachte, das spoilere ich nur schon mal so. Ich werde da noch Update-Video zu machen und so ein Kram, wo ich es genau erkläre, wie das sein wird. Aber nur so. Die nächsten Koop-Videos werden dann wahrscheinlich schon auf diesem neuen Kanal sein, aber der ist auch noch nicht ganz fertig und es sind noch keine Videos drauf. Das verlinke ich dann alles auf dem Kanal und so. Falls ihr da auch Interesse dran habt. Läuft ja eigentlich hier voll Dufte für mich. Ich habe ja bis jetzt nicht viel abbekommen. Ja, ich glaube noch, wenn die letzten hier tot sind, sollte das der erste Teil der Schlacht sein. So, dann kommt wahrscheinlich nochmal so ein komischer Zwischenbildschirm-Dingsbums. Und danach geht's dann weiter. Ich glaube, der. Wie viel hatte der? 240? Oh yeah! wie früher, alles wie früher. Scheiße, Nizza. Ja, genau, eine Casualty haben wir. Das ist Nizza. Ja, aber der Gegner hat eindeutig den Kürzeren gezogen, würde ich sagen. Und direkt weiter geht's. Jetzt sind die noch 145. Ist ja lächerlich. Oh, und das hier ist eine richtig schöne Karte für Bogenschützen. Und hier unten kommt die Infanterie hin. Ich habe mir übrigens überlegt, ich sollte ganz dringend mir ein bisschen Kavallerie besorgen. Gar nicht, weil ich mag das ja eigentlich so mit diesen Infanterielinien und dass ich eigentlich den Großteil der Arbeit mache. Aber damit ihr mal so andere Strategien ein bisschen seht, weil ich mache ja doch immer relativ was Ähnliches. Immer halt die Bogenschützen hinten und die Infanterie passt auf die Bogenschützen auf. Und ich klopp den Leuten die Lanze ins Gesicht. Alter, du hast so meinen Spielflow kaputt gemacht. Ich komme nicht klar. So was Unhöfliches. Kannst du auch, weißt du, das ist wie wenn du sitzt da so in deinem Zimmer und spielst Super Mario und dann kommt irgendwie deine Mutter rein und will saugen oder so ein Scheiß. Und du bist gerade so voll drin, ja? Voll drin. In irgendeinem scheiß schweren Schloss oder so. Mein gottverdammter Spielflow. Oh Gott! Oh Gott, Verstärkung! Oh! Na, also. Was hatte ich, dass ich Kavallerie mal benutzen will, damit ihr was anderes seht, ja. Ich glaube, das war's schon. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte gar nichts anderes mehr. Ganz sehr gut. Dann bin ich jetzt still. Psst, Steffen. Psst.
Oh mein Gott! Mehr Verstärkung. Jetzt hat mein Pferd schon ein wenig angekratzt an den Seiten. Einen neuen Pferdefelgen. Verdammt. Ha! 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 Und überhaupt. Oh Gott, keine gute Idee. Oh Gott. Gerade in diesen Riesenschlachten, die einfach so lange dauern, sollte man eigentlich nicht seine Strategie mittendrin ändern, aus Spaß, wenn die sich schon bewährt hat. Das ist nicht klug. Nicht, dass ich hier behauptet hätte, dass ich klug bin. Das hättet ihr ja auch ziemlich schnell durchschaut. Diese dreiste Lüge. Ich glaube, ich bin allein hier vorne. Ich sollte vielleicht mal wieder mich ein bisschen zurückziehen. Ein bisschen hier menschliche Schilder. Ich glaube, meine Leute sollten mal auch ein bisschen nach vorne kommen hier. Oh, schwache Leistung. Nein, nein! Was war das? Oh Gott, mein Pferd ist so gut wie tot. Ja, das ist schlecht. Selbst wenn das schlecht ausgebildete Einheiten sind, die der Gegner hier vorweist, hier ins Schlachtfeld führt, wenn ich vom Pferd falle, können die mich trotzdem ziemlich locker umhauen, glaube ich. Vor allem, wenn ich mitten in so einer scheiß Verstärkungswelle vom Pferd falle. Aber ich glaube, ja, sieht gut aus. Wahrscheinlich haben wir noch eine Schlacht, oder? Oder war es das? Wir sind drei Dingsbumspunkte bekannter geworden und zwei Dingsbumspunkte Moral bekommen. Sehr gut. Und wir haben wieder natürlich... Das ist unglaublich. Nizza ist der coolste. 9-1. Okay, ist vorbei, oder? Oh ne, 64 nochmal. 288 gegen 64. Das sind, ja, so Schlachten mag ich natürlich am liebsten. Ich mag keine Herausforderungen. Ich will einfach nur den Gegner überrennen. So. Sieht auf jeden Fall aus, als hätten ihre komplette Kavallerie verbraucht. Was stehen die denn da rum? Warten die einfach auf uns? Sieht ein bisschen so aus. Ey, mein Pferd ist ja wieder volle Energie. Volle Energie! Das hat noch nie geklappt, aber ich versuch's einfach mal wieder. Oh mein Gott! Jeez. Wie unhöflich. Wie äußerst, äußerst unhöflich. Kriegt mich eh nie hinter meinem Baum. Beschütz mich, Baum. Beschütz mich, Baum. Ah! Ah! Lass mein Pferd in Ruhe. Baum. Der Baum konnte mich beschützen, aber nicht mein Gefährt. Hopp. Ah, cool, das war gut. Die haben alle ihre Nahkampfwaffen gezogen, statt auf die Leute hier zu schießen. Ja, bleiben wir jetzt einfach da stehen? Ich glaube, es hackt. Ah, ich hole mal meine Bogenschützen irgendwo hier in der Nähe. Und schieß doch mal auf jemand anderen als auf mich, bitte. Hier, komm mal hier hin. Oh, und, oh, jetzt geht's los hier. Oder auch nicht. Du. Ah! Wo kam das denn? Wie ist das zur Hölle? Schießen die alle auf mich? Guck doch mal, hier ist so ein ganzer Haufen. Achso, die sehen die gar nicht. Das macht natürlich Sinn. Wo sind... Ach, da sind meine Bogenschützen. Kommt mal hier hin. Da könnt ihr auch auf die schießen. Okay. Wer bremst, hat Angst, hat der Werner mal gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann mich denen nicht wirklich nähern, ohne 20 Pfeile ins Gesicht zu bekommen. Aber den hier, ha! Hat sich doch gelohnt. Comments, bewegt euch endlich. Nein, das sind so wenige und die sind so schwach. Habe ich überhaupt Infanterie dabei? Falls ja, dann greift einfach mal an.
Meine Fresse. Au! Das sollte schnell vorbei sein, sollte das. Das war aber eine lange Schlacht. Das war fast die ganze Folge. Naja, naja. Wir hatten schon langweiligere Folgen. So. Ich will... Hä? Oh, ich habe gar keine Wurfgeschosse mehr. Ich will jetzt noch irgendwen schnell mal pieken, glaube ich. Piek! Piek. Piek. Ich hab... bin schwer beschissen am Pieken gerade. Alter. Ha. Das sieht erfolgreich aus. Jubelt ihr? Hört sich jubelig an. Ne, die schreien noch. Ist das... Ach, das ist ein Gegner auf dem Pferd. Was kommt denn her? Das ist die letzte Verstärkung. Oh nein! Oh Gott, das habe ich getan! Was habe ich getan? Oh mein Gott. Ja, ich muss ins Exil gehen oder so. Und als Sklave für Pferde arbeiten. Für Pferdemenschen oder so. Oh Gott. Habt ihr echt wen entkommen lassen? Das geht ab. Na gut. Hey, Nizza ist ein Dummmädchen geworden. Wahrscheinlich war er schon gar nicht mehr dabei. Ah, ja, ja, cool, wa? Okay, der mag mich jetzt. Jaltuya, der mag mich doppelt sogar. Und Kingdom of Nords bin ich jetzt auf 40. Das ist doch alles, super ist das doch. Wollen wir Gefangene gerade haben? Nö, wir sind mitten im Feldzug. Haben wir Nahrung? Ja, wir haben Nahrung, gut. Ja, ist ja nix wert, der Kram hier. Ist eigentlich mittlerweile unsere komische Seidenfabrik fertig? Ja, ne, oder? Sollten wir, naja, sollten wir im nächsten Finanzbericht lesen können. Es steht morgen früh in der FAZ oder so. Haskell, yay! Trained Footman, yay! Könnten eigentlich noch mal mehr Leute noch haben. So, das hat funktioniert. Ich guck mal eben so in meine Notizen hier. Warte mal, was? Intent? Aha. Habe ich das nicht schon gemacht? Den Typen, diesen einen Typen fertig gemacht? Also verarscht? Oder wie auch immer? Ihr wisst schon, diese komischen kleinen Schlägereien, die immer in einem Schlag vorbei sind. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Hm. Scheinbar nicht. Okay. Ja, das war, genau. Hier dachte ich ja, dass ich für mich bei Jartuluk beliebt machen muss, um Marshall zu werden. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Die Quest werde ich trotzdem machen. Habe ich auch noch jede Menge Zeit für. Und Lady Mia will wieder, wie immer, dass ich sie besuche. Okay, und ich folge immer noch Jaltuya. Ich mache auf jeden Fall den Rest des Feldzuges mit. Das steht mal fest. Na, wir haben auf jeden Fall Kurav befreit. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Und wir fangen uns noch einen von denen. Oh, der Arme. Ja. Ich mache trotzdem mit. Wieso nicht? Wieso nicht? Ja. Ja. Okay, ich glaube, dieses Video mache ich ganz normal an 20-Minuten-Mark zu Ende. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu schneiden. Ich bin jetzt nicht viel rumgeritten oder so. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder und sehen mal, wie sich das hier entwickelt. Ich glaube, das sollte kein großes Problem werden. Obwohl ich viele lange Speere sehe. Das ist immer unangenehm, wenn man auf so einem Pferd sitzt. Cheerio!